jedem chemieinteressierten Zuschauer und jeder chemieinteressierten Zuschauerin würde ich immer empfehlen, also wenn es wirklich in Richtung Chemie gehen soll, erstmal eine Heißklebepistole zu besorgen. Das ist die Farbe Blau. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie geht? Und nun bitte ich um einen großen Applaus für Sandra, die Frau, die trägt. Die Rechtsträgerin hier. Die Rechtsträgerin. Voilà, Achtung. Ah, ich sag heiß, ihr sagt Klebepistole. Heiß? Klebepistole. Hier haben wir noch sowas. Sehr dicker Draht, bestimmt aus irgendeinem besonderen Material. Aber der Chemielehrer weiß es auch nicht. So hat er gemacht. Zack. Boah, die ist ja mit Stärke. Seid ihr wahnsinnig? Die hier auch mit Stärke. Gut, drei Brillen. Mir wurde gesagt, du darfst dir eine davon aussuchen, welche dir am besten steht. Ach so, hey, Club, die hier, oder? Boah. Die ist gut. Die anderen beiden sehen so aus wie. Die sehen so aus wie so von so Sekretärinnen aus einer Zeit, wo noch niemand gemeckert hat, wenn man sie begrabbelt hat. Weißt du, was ich meine? Aus der Zeit sind diese Brillen. Ja, wo das in der Stellenausschreibung da drin stand. Wo das noch drin stand. Kannst aber diese wegnehmen. Zeiten sind vorbei. So, ich nehme die. Und dann haben wir hier noch, was ist das denn? Naja, ein Spiegeldings. Hier so ein Taschenspiegel. Und eine sogenannte Zange. Ich glaube, wir müssen zwei Sachen machen. Ich glaube, wir müssen diesen Spiegel reparieren. Und zwar mit dem Draht. Weil hier ist das Gelenk kaputt. Und dann könnte ich mir noch vorstellen, wir sollen einen hiervon vergrößern. Damit man so einen Porenspiegel hat. Damit man auch sieht, ob man flawless ist. Nö. Muss man nicht machen. Ich gucke erstmal, den Spiegel hier zu reparieren. Das kann man ja auch, selbst wenn das nicht der Hack ist, kann man das ja einfach mal machen. Auch so als kleiner Schritt von mir auf euch zu, dass ihr seht, dass mir das hier auch nicht egal ist oder so. Also, nur weil ich zu spät gekommen bin. Ich verliere gerade Zeit für eine Sache, die nichts mit dem Hack zu tun hat, wa? Ja. Ja, passt doch. Du könntest mich ja fragen, ob das in die richtige Richtung geht. Vielleicht wollen wir uns hier auch eine Brille pimpen mit so einem Spiegel. Ja. Wollen wir uns so eine Spionbrille bauen? Eine verspiegelte. Wir wollen uns eine verspiegelte Brille bauen? Nee, ist ja blöd, nee, sieht man ja nicht Spionbrille mehr. Auch nicht unbedingt. Ja. Aber eine Brille mit einer anderen Funktion. Zum Beispiel eine Brille, die du dann im Straßenverkehr nutzen kannst. Ja, wir wollen uns einen Seitenspiegel bauen. Ein Rückspiegel. So. Also, wo müsste denn der sein? Die Brille hast du ja auf, ne? Die hältst du ja nicht. Ja, aber kann ich hier mal die Gläser rausmachen, sonst kann ich die nicht aufsetzen. Ich krieg sonst sofort Kopfschmerzen. Zieh lieber die Gummihandschuhe an, nicht, dass das Glas splittert. Das machst du sicher mal ohne. Wie gesagt, Leute, Chemie ist Gefühl und Improvisation. Also, wenn ihr irgendwie, sag ich mal, eine Zange habt, dann mit der auch gerne mal was improvisieren. Der Chemielehrer nickt. Jedenfalls, das ist jetzt die Brille. Ich habe jetzt nur die Gläser rausgemacht, weil die mit Stärke sind. Und da ich sehr, sehr gute Augen habe, ich kann wirklich einwandfrei sehen, dadurch ist es nicht gut für mich. Und ich finde es auch ein bisschen ableistisch, wenn ich jetzt mich hier irgendwie crippling up, heißt es tatsächlich. Das ist ein wirkliches Problem, gerade in der Film- und Entertainment-Branche. Will ich mich nicht dran beteiligen. Markiere ich als Scheiße, die gehen da zu den Sexistenbrillen. So, und jetzt wollen wir uns hier aber einen Seitenspiegel bauen. Also naja, bestenfalls kannst du ja reingucken und dann nach hinten gucken, ne? Also neben dem Kopf ist schon mal schlecht. Bestenfalls ist alles anders. So philosophisch auch. Bestenfalls ist alles anders. Und dann, wenn ich das aufklappe, dann kann ich auf den Boden gucken. Das interessiert mich aber nicht so richtig. Aber ach so, man kann sich ja natürlich an einen richtigen Spiegel bauen, wa? Ja, komm, pass auf, ich mach das jetzt hier mal. Heißklebepistole aktivieren. Das ist halt wieder jetzt Geschmacksfrage. Also klar, wie weit will ich sie weg? Wie weit will ich es weg haben? Will ich es eher nah dran haben? Will ich es eher weit weg haben? So ist gut. Die Distanz. Das ist die Distanz. Und die Distanz gilt es jetzt mittels Draht zu überbrücken. Dafür nehmen wir uns hier einfach. Zack. Kleben wir jetzt erstmal den Draht hier ran. Oh, das passt ja sogar. Zack. Trotzdem nochmal rüberkleben.
Heißklebepistolen sind in der Chemie einfach das Bread and Butter. Jedem chemieinteressierten Zuschauer und jeder chemieinteressierten Zuschauerin würde ich immer empfehlen, also wenn es wirklich in Richtung Chemie gehen soll, erstmal eine Heißklebepistole zu besorgen. Einsteigermodelle gibt es da ab 20, 30 Euro. Und da kann man dann wirklich, ja, also, also ich sag mal, das war's für den... Was für den Fußballer der Fußball ist, ist für den Chemiker die Heißklebepistole. Also, das würde euch jeder bestätigen. Der Lehrer nickt auch schon wieder. Ja, und jetzt ist dann halt hier die Frage, also wie will man das haben? Ja, da brauchst du ja so zu lachen. Was ist das? Ja, warte doch mal. Hä? Hallo? Warte, um zu lachen. Was ist das denn? Hä, na wie, was ist das denn? Das ist der Spiegel. Der Rückspiegel. So. Setz es doch mal bitte auf, wie willst du denn da jetzt so reingucken? Hä? Jetzt halt ihr das. Wie will ich da reingucken? Da begibst du dir, also wenn er weiter weg ist, geht's doch besser, oder nicht? Ja, natürlich geht's besser, wenn er weiter weg ist. Aber sieht ja noch bescheuerter aus dann. So. Ja, es geht nicht um die Ästhetik. Ja, warum denn nicht, Sandra? Dass die Ästhetik, nicht so wichtig ist, merke ich, aber. Funktionalität. Hier gucken junge Leute zu, die noch nicht aufgegeben haben, die einfach sich auch. Du willst ja hier im Sektor auch mal schön da am Rhein sitzen. Da willst du einigermaßen bei aussehen. Die Leute wollen, dass das so ist. Das ist dann auch wieder eine Frage, wer hat das passende Etui dafür? Also. Ganz ehrlich, ne? du hast da 2 Meter Draht gehabt. Du hättest den Draht einfach länger und drum wickeln können. Aber du hast dich ja für die Heißklebe-Variante entschieden. Das ist auch. Nee, warte doch mal. Ich biete hier was an. Ich mache hier ein Angebot für die Leute. So. Klar kann ich das jetzt auch wickeln. Klar gibt es da Leute, die sagen, ja, das ist wahrscheinlich die bessere Lösung. Aber es gibt auch immer 2 Seiten von der Medaille. Mhm. Und ich habe jetzt die eine Seite gezeigt und jetzt zeigt die andere Seite von der Medaille. Ich will ja auch ein bisschen den Leuten irgendwie was mitgeben für einen Diskurs. Damit es eben nicht, es gibt nicht die eine Lösung. Nee. Es gibt verschiedene Perspektiven. Und die muss man alle kennen, sonst kann man ja nicht sich an sowas beteiligen. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Man muss wickeln und Heißklebepistole. Und so ist es in Gesprächen auch meistens. Beide haben recht. Ja, auch mal eine Stille aushalten. Hä? Was meint ihr, wie meine Comedy-Kollegen jetzt sonst auf der Bühne überleben? Auch mal so eine Stille aussitzen. Ja, und dann stehst du da im Supermarkt. So, so fühlen sich die Kollegen. Oh. Und? Komm, wir machen mal einen Test. Ich stelle mich hinter dich und halt mal Finger hoch. Und du sagst, wie viel ich hochhalte, okay? Dreh dich mal mit dem Rücken. Nee, warte mal, ich kann dir sagen, da oben steht. Ja, okay, ist auch so ein komisches Wort. Lanthanoide? Steht da hinten Lanthanoide? Ja, was sind Lanthanoide? Ja. Metalle nämlich, Leute. Entschuldigung. Das ist richtig gut beim, sag ich mal, Fahrradfahren. Und nächste Woche bauen wir uns hier noch ein Tote-Winkel-Warnsystem, wo dann hier auf dem Glas so ein kleines, rotes, elektronisch animiertes Dreieck aufleuchtet. Das machen wir aber nächste Woche. Und zum Mitnehmen einfach dann einklappen, flapp, flapp. Und dann braucht man einfach ein längeres Etui. Aber vielleicht habt ihr ja eh eins da. Vielleicht habt ihr eins da. Tschüss.